Made in Germany, der Whisky Podcast. Mit mir, mit Marc und mit Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Ja, in altbekannter Manier haben wir natürlich heute wieder ganz, ganz viele Neuerscheinungen für euch. Und wenn wir durch sind mit den Neuerscheinungen, dann gibt's richtig was auf die Ohren, Leute. Wir haben heute den ersten unabhängigen Abfüller. Was es damit auf sich hat, hört ihr dann gleich. Haben wir heute für euch hier bei uns zu Gast. Ich freue mich riesig auf Tim und Benedikt von 16 States. Zuvor gehen wir aber noch ganz kurz ins Sauerland und hören einen kleinen unterstützenden Werbejingle von der Sauerländer Edelbrennerei. Hallo meine Freunde des Lebenswassers, hier ist Julius aus der Sauerländer Edelbrennerei und ich wünsche euch heute ganz viel Spaß beim Whisky-Podcast Made in Germany. Wenn ihr mal einen kleinen Einblick in die Produktion einer deutschen Whisky-Distille bekommen möchtet, seid ihr herzlich eingeladen, uns hier im Sauerland im schönen Rütenkallenhardt zu besuchen. Wir bieten Brennereibesichtigungen, Whisky-Tastings, Whisky-Tasting mit Barbecue, ja, und auch sonst ist der Shop eigentlich ganztägig geöffnet, sodass ihr immer auch die Chance habt, mal einen Blick hinter die Kulisse zu werfen und unsere heilige Produktionshalle zu sehen. Und so gesagt, viel Spaß heute und hoffentlich auf bald. Ja, Leute, und jetzt wie versprochen, einen wirklichen Haufen an Neuerscheinungen. Und ja, Jason, wir möchten eigentlich mit einem unserer Babys starten, dass es, kann man so geradeaus sagen und ohne da ein Blümchen dran malen zu wollen, ohne dich nicht geben würde, denn wir haben was ganz Spannendes vom Bodensee. Schieß mal los an, was wir zwei Teil hatten am Bodensee und warum es davon eine Abfüllung gibt. 21. Oktober 2023 kamen denn dort knapp 30 Blogger und Vlogger zusammen und da haben wir tatsächlich drei verschiedene Fässer probieren dürfen im Lagerhaus von Brigantia. Und wir haben gemeinsam abgestimmt, was unser Blogger-Abfüllung sein sollte für diese Whisky Universe Blogger Moscatel Fass Nummer 1145, eine 6 Jahre alte Produkt, 0,7 Liter mit 55,6% Alkohol und einem Preis von 89,95 €. Tolle Verpackung, tolle Whisky. Was soll ich noch mehr sagen? Kaufen, kaufen, lecker, lecker. Habe ich mit abgestimmt. Absolut. Es war eine heiße Abstimmung, es waren heiße Diskussionen und wir haben, glaube ich, einen heißen Whisky abgefüllt. Und wie du schon sagst, nicht nur optisch ein Leckerbissen, definitiv. Ich habe was Schickes von The Westphalian. Westphalian 2017 bis 24 First Fill Ruby Port Wine Cask Nummer 181. Wird abgefüllt 0,5 Liter mit 58 Volumenprozenten und bekommt ihr dann für 78,90 € nach Hause. Solltet ihr euch beeilen, sind 381 Flaschen. Wo man sich vielleicht beeilen sollte bei The Westphalian, ist der 10 Jahre alte Masterpiece 2013, denn das Distilliert 2024 hier abgefüllt in einen Ex-McAllen Sherry Cask. Die Leute flippen aus, da steht McAllen drauf. Der Label, auch ein Titel. Fassnummer TW74, also 0,5 Liter. Wir haben 64,1% Alkohol. Autsch! Und wir haben 124,90 € denn dabei. Diese rauchige Masterpiece-Abfüllung reifte in ein Cherry-Fass. Und da war jetzt hier eine starke Fassstärke von 68,1% und nur 238 Flaschen. Also nicht lange warten. Ich habe nochmal was Schickes von der Westphalian. 2014 destilliert, 22 abgefüllt. Eine für mich nicht unspannendere Brennerei, nämlich ein Ex-Glengoyne-Fass Sherry Cask mit der Fassnummer TW86, ebenfalls 0,5 Liter, 56,5 Volumenprozente, 98,90 €. Und der Rest erklärt sich hier aus dem Namen selber. Wir gehen nach Rüdenau und zu Jason. Ja, da haben wir von St. Kilian unheimlich viele Abfüllungen. Also wir haben ein Online-Tasting gemacht. Manche davon sind sogar noch erhältlich. Es gibt zum Beispiel hier ein Brand Ambassador Choice aus einer Amarone Einzelfassabfüllung. Jetzt hier für der Sonderedition für den Markenbotschafter von Christoph Albitz.
Und das ist der rauchige Single Malt 0,5, 59,7% für knapp 70 Euro. Da war ein 310 Liter Ex-Amarone Fass denn da aus der remonierte Cantina Latoni aus dem italienischen dort am Gardasee. Das ist absolut ein Meisterwerk denn da und 80 ppm Phenolgehalt. Ja, also zu rauchig für Jason, aber genau richtig für Marc. Ja, und weil der Jason was für mich hatte, habe ich jetzt was für dich, denn St. Kilian hatte nicht nur Peated, sondern natürlich auch Unpeated released. Ein Single Cask Unpeated X4 Roses Bourbon Barrel. Das müsste ja jetzt Unpeated X-Bourbon, Jason, das müsste ja deins sein. Bekommst du, wenn du es kaufen möchtest, in 0,5 Liter 59,4 Volumenprozente für 69,90. Gibt es nur grandiose 283 Flaschen. Und das Besondere an diesem nahezu 5 Jahre alten Einzelfass liegt in der Mashbill. Hier hat man für die Herstellung dieses milden New Makes was Besonderes verwendet, nämlich dem bewährten Pilsner Malz wurde gleichzeitig ein Anteil von einem kräftigen Spezialmalz, nämlich dem Münchner Malz Typ 2, sowie dem dunklen Karamellmalz Karamünch Typ 2 beigemischt. Und diese Mischung verleiht dann diesem Single Malt einen betonten Karamellgeschmack, der sich perfekt mit der Vanillesüße und den Toffee-Noten von diesem Ex-Bourbon-Fass von Four Roses vereint. Hört sich doch wahnsinnig lecker an, oder? Ja, also Karamalz und ich, wir sind da nicht unbedingt die besten Freunde, Mensch, aber das ist okay. Ich habe ja lieber einen Pilsner Malz bei meinen Whiskys, aber das bin ich. Was ich super toll gefunden habe und auch schon mal verkostet habe, ist von St. Kilian deren Small Batch Unpeated Double Maturation. Also sonst ist immer Vollreifung bei St. Kilian. Jetzt haben wir endlich etwas, was ein bisschen anders gelaufen ist. Wir haben ein XPX-Fass und wir haben ein X-Bourbon-Fass. Also 0,5 Liter, 52,4% für knapp 70 Euro. Es wurde am 20.09.2017 denn dort destilliert. Es wurde abgefüllt am 9. Februar 2024. Und wir haben die Fässernummer 2339, 2350 und 2681. 615 Fässern. Und wie mir das erklärt wurde jetzt hier vom Udo Sonntag, ist, eine von diesen PX-Fässern hat ein Leck gehabt und hat man es umgefüllt in einen Bourbon-Fass, weil man kein PX-Fass mehr verfügbar hat. Und deshalb aus dem 1PX wurde dann dort 3 Bourbon-Fässern. Und deshalb ist das ein bisschen anders als sonst, aber ich fand es unheimlich lecker. Also richtig, richtig gut. So, und jetzt kann ich, Leute, bitte macht hier ein Kreuz im Kalender, ich kann Jason korrigieren, es waren nicht 615 Fässer, es waren 615 Flaschen. Und Entschuldigung, mein Fehler, ja. Und ich habe was, das hat ein bisschen mehr auf dem Kasten, das sind nämlich 750 Flaschen, die ihr bekommt, aber von einem geilen Projekt, nämlich Whisky Solera bei St. Kilian. 2024 Unpeated Single Malt Whisky, halber Liter, 57,3 Volumenprozente, dann allerdings für 99,90 Euro. Und wir hatten schon mal ein bisschen was erzählt über dieses Solera-Verfahren von St. Kilian. Der erste Unpeated jetzt in der Whisky-Serie von dem Solera bei St. Kilian. Und der durchlief natürlich auch alle 3 Stufen dieses St. Kilian-Solera-Systems, wobei die letzte Reifungsstufe ausschließlich aus PX-Sherry-Fässern besteht. Darüber liegt die Fassreihe, die erste Cridera, setzt sich aus Barrique-Fässern zusammen, die zuvor mit Medium-Sherry ausschließlich aus PX-Trauben hergestellt, gefüllt wurde. Und dann die oberste Fassreihe, die zweite Cridera, besteht aus feinstem Manzanilla-Sherry-Fässern, die mit mildem Whisky gefüllt wurden, welcher dann in frischen amerikanischen Weißeichenfässern gereift wurde. Und diese limitierte 5 Jahre alte Sonderabfüllung aus einem wirklich komplexen Reifungssystem, das für Sherry aus Andalusien bekannt ist und in Rüdenau nun für Single Malt Whisky verwendet wird, verspricht definitiv ein geiles Genusserlebnis. Und das kann ich nur so sagen, denn wenn ich so schräg rüberschaue bei mir, dann finde ich dort eine Flasche davon. Der hat mir sehr gut gefallen. Dann gehen wir weiter zu einer Flasche, was gerade vorgestern, glaube ich, hier rausgekommen ist von St. Kilian. Der Deutsche Hörfilmpreis 2024 bekommt ein eigener Single Malt Whisky mit 46%, 0,7 Liter für 80 Euro. Und der reifte 5 Jahre lang in einem ehemaligen Woodford Rye, also Roggenfass.
und zur Unterstützung hier von dem Deutschen Hörfilmpreis spendet St. Kilian einen Beitrag von 10 Euro pro Flasche an den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Super, danke dafür, St. Kilian. Genau, und bis wir zwei vielleicht den deutschen Podcast-Hör-Irgendwas-Preis bekommen, vergnügen wir uns einfach mit nochmal einer Abfüllung von St. Kilian, nämlich dem Small Batch Peated Ungarische Eiche. Single Malt Whisky 0,5 Liter, 62,3 Volumenprozente für 69,90. Der ist limitiert auf 455 Flaschen. Und du hast was Geniales von Ochs gefunden, glaube ich. Genau, also der Small Batch hat drei verschiedene kleine Fässer. Also 95 Liter waren sie jeweils. Und das war auch in einer wirklich renommierte Kupferei dann dort in Dahlum ausgewählt. So, gut. Ochs hat ein Gods Collection, also die Kollektion der Götter, jetzt rausgebracht. Der Hermes, der 8 Jahre ist, Oloroso fast, 0,5 Liter alle, 46% in diesem Fall für knapp 55 Euro. Wir haben Hades, eine 9 Jahre alte, getorfte Rotweinfass, 51,7% für knapp 75 Euro. Und wir haben Persephone, 9 Jahre aus ein Portfass. Also 53,1% für knapp 65 Euro. Man kann sie als Kollektion haben, man kann sie einzeln da kaufen. Also Ochs, zweimal nicht getorft, einmal getorft, Oloroso, Rotwein und Portfass. Schöne Sachen. Ja, sehen auch so schön. So schön wie am Schliersee, nämlich Schliers hat ebenfalls wieder was Neues rausgebracht. Die Distiller's Choice Moscatel Cask Finish, limitiert auf 910 Flaschen und wurde mit 49,9 Volumenprozenten abgefüllt, kostet 107,90 Euro und ist somit die dritte Schliers Distiller's Choice Edition. Limitiert, wie wir gerade gehört haben, eben Single Malt Whisky aus dem Moscatel Fass als Finish und aus der Feder vom Cask-Manager Andreas Flossmann. Der Whisky wurde 2018 hergestellt, destilliert und reifte dann in neuen Fässern aus amerikanischer Weißeiche und hat dann nochmal 18 Monate in Fässern, die zuvor für die Herstellung von Muscatel-Sherry genutzt wurden, verweilen können. Hört sich lecker an. Genau, und falls jemand die Flasche haben will, bei meiner Charity-Aktion über Ostern habe ich vom Slayers eine Flasche gespendet bekommen. Auf dieser Stelle danke dafür und auch für die Person, die diese Flasche nachher erworben hat, auch vielen Dank auch dafür. Wir gehen nach Betz. Betz hat einen neuen Single Malt auf den Markt rausgebracht, 6 Jahre alt und da heißt AO. Ich musste echt kurz überlegen, wofür steht AO. AO steht für American Oak Fass, also amerikanisch Eichenfass. Also ein Einzelfass, 0,7 Liter, sehr, sehr schön. 46,1%, also nicht Fassstärke, aber runter reduziert. Aber dafür kostet die Flasche nur 55 Euro. Ich habe sie, glaube, da war ich in Nürnberg. Ja, genau. Da, also Nürnberg gab es die Flasche jetzt schon. So, von daher, da habe ich die Möglichkeit gehabt, den jetzt hier nach Händen zu halten. Jason, kannst du zur nächsten Abfüllung noch ein bisschen mehr sagen? Denn da habe ich definitiv nicht an der Recherche mitwirken können. Der ist für mich sogar neu. Stell mir mal diesen Whisky vor. Wobei Basil hat diese Whisky, glaube ich, sogar auch gefunden, denn dort bei eurer Verkostung auf dem Burg, denn da vom Verband Deutsche Whiskybrenner. Und das ist Eder. Eder Fourth Season, also jetzt der 4. Jahr, also ein Single Malt Whisky 0,7, eine wunderschöne Karaffe. Also kriegt einen Samtbeutel dazu. In diesem Mal war es weiß, winterweiß und Fassstärke, füllen Sie nur ab. 59,9% in diesem Fall und die Flasche kostet knapp 90 Euro. Das, was mir nicht gefallen hat, ist, die Fassausbau ist ein Betriebsgeheimnis. Jedes Mal sieht es ein bisschen auch anders aus von der Fass. Die benutzen allerdings Rotweinfässern, Sherryfässern, Portfässern und nicht vorbelegten Fässern, also Virgin Oak. Also und dieses Mal wissen wir nicht, welche Fässer zusammenkommt, denn Heidi
Heidi Wintrup, die ist die Inhaberin und Brennerei jetzt, ja, von der Brennerei Ide Distillerie. Sie kommt eigentlich aus Österreich und sie hatte Familienbetrieb damals in der Steiermark, damals auch gemacht, gemeinsam mit ihrer Mutter, bis sie dann dort mit ihrer Familie 93 dann nach Sydney, Australien auswanderte. Und dann kam sie 4 Jahre später zurück nach Deutschland ins Rheinland. Und da hat sie mit ihrem Mann, denn da 2014 zog sie, warum in aller Welt, weiß ich nicht, muss ich eines Tages fragen, nach Ostfriesland. Ja, da hat sie wirklich einen alten, ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Hof denn da auch gekauft. Und da war die Geburtsstunde hier von diesem Traum in dem Moment. Und sie sagte, hier will ich eine Brennerei haben. Und nach Erfüllung von alle behördlichen und anlagentechnischen Maßnahmen konnte die Ide Brennerei oder Distille damals im März 2019 die Produktion aufnehmen. Und jetzt kommen langsam aber sicher jetzt hier mit der 4. Erfüllung Produkte auf den Markt. Und da bin ich ganz gespannt, was da ist. Laut Basil, absolut lecker. Ja, dem kann ich nur beistimmen, denn Basil und ich hatten ja das Glück und die Ehre, am vergangenen Wochenende in der Jury zu sitzen für den German Whisky Award vom Whisky Guide. Und dort haben wir diese Abfüllung verkostet und standen dann später, als wir wussten oder gesehen haben, was es denn alles war, standen wir ja etwas irritiert vor den Flaschen und aber gleichzeitig begeistert. Denn geflasht seid ihr, hat er gesagt. Ja. Ja, bei uns beiden kam der definitiv sehr gut weg. Also sieht nicht nur interessant aus und schön vor allem, sondern schmeckt auch ganz lecker. Ganz lecker schmeckt aber mit Sicherheit auch der Gilos Peaks aus dem Bourbonfass, die Fassnummer H146, 0,5 Liter, 57,9 Volumenprozente für 79 Euro. Das war eine Reifung 3 Jahre Peaks und dann 3 Jahre Buffalo Trace Bourbon. Destilliert 2017, abgefüllt jetzt im März 2024. Also eine absolut aktuelle Abfüllung. Genau, also einiges wurde absolut neu abgefüllt, sowohl für dieses Wettbewerb wie auch denn dort für Nürnberg, würde ich sagen. Ja. Gut, dann gehen wir zu etwas Neues, wo ich ein bisschen gelesen habe und dachte, okay, aha, ich muss mich weiter damit auseinandersetzen. Es gibt einen Mann mit Nachnamen Pilz und hat auch einen Whisky auf den Markt rausgebracht. Pilz German Single Malt Whisky Batch 1. Also 0,5 Liter, wir haben 47%, wir haben 59 Euro. Gereift jetzt hier ist dieser Whisky sowohl in Oloroso, wie Pedro Jimenez, wie auch Ex-Bourbon-Fässern. Limitiert auf 334 Flaschen und jede Flasche ist handnummeriert. Also irgendwann werde ich mich damit mehr beschäftigen, war Neuland für mich. Aber es gibt auch ein Pilz German Single Malt. Ich habe was auf 310 Flaschen limitiert ist, nämlich das neue Fading Hill Single Cask 691 Warehouse Selection 8 Jahre Oloroso Sherry 0,7 Liter, 53 Volumenprozente, 79,50 Euro. Destilliert am 15. Dezember 2017. Ganz wichtig für alle zu wissen, die irgendwelche speziellen Erinnerungen an dieses Datum haben, und abgefüllt dann im März 2024. Und du hast auch was Neues, aber von einer ja gerade altbekannten Brennerei. Was hat Fading Hill denn noch Neues gebracht? Die haben 2 neue Sachen rausgebracht. Jetzt habe ich der 5 Jahre alte Single Malt, Edition 01-2024, also 0,7 Liter, 46%, kostet jetzt hier 56,50 Euro. Die haben 2 Fässern genommen, einmal ein Pinot Noir Fass und einmal ein Bourbon Fass, und das miteinander vermählt. Also wir haben Fassnummer 1079, ich weiß nicht, ob das der Bourbon oder Pinot Noir Fass ist. Und dann Fassnummer 356. Das könnte ich nicht aus der Homepage heraussehen. Destilliert im Mai 2018. Dieses Mal habe ich ein genaues Datum, wo es abgefüllt wurde, nämlich am 6. Februar 2024. Da haben wir durch die 2 Fässer sogar 650 Flaschen. Ja, und ich habe was ganz Neues.
Westheimer Bier-Whisky. 2020 bis 2023, 0,5 Liter, 46 Volumenprozente für 42 Euro. Und der Westheimer Bierwhisky 2023 kommt aus der Destille des Bad Wünnenbergers, des Bad Wünnenberger Heimatvereins. Entschuldigung. Dort reifte er im Lagerkeller der Wünnenberger Scheune 3 Jahre lang in französischen Limousin-Eichenfässern. Und die sind bekanntlich aus der Region Bordeaux, die zuvor zur Rotweinherstellung genutzt wurden. Auch mal wieder was Neues, was Kleines, was Unbekanntes. Why not? Genau, wenn man die Flasche haben will, muss man da Westheimer Bier Whisky 2023 im Google eintippen und dann kommt man auf eine Seite, dort gibt es die Möglichkeit, eine E-Mail hinzuschicken, ob die noch Flaschen haben. Also das ist echt richtig, also ein lokales Produkt, ja, sehr regional. So, wir gehen jetzt hier nach Meta Malt Single Lemberger Cask Wheat Whisky. Auch da sind verschiedene interessante Sachen denn da. 0,5 Liter, wir haben 42,6% für knapp 50 Euro. Destillat reifte jetzt für 5 Jahre in einen frisch entleerten Rotwein. Lemberger Fass von der Weingenossenschaft jetzt hier von Kollegium Wittenberg im Lagerhaus der Brennerei. Und das ist, liegt praktisch vor der Tür von der Fässermühle. 1396 Destillat im Herzen von Stuttgart denn da. Und wir haben eine Einzelfassabfüllung, 627 Flaschen insgesamt. Genau, und wen mehr interessiert, was Metamalt, die Fässlermühle und ja, die Mühlengeschichte da mitzuwirken hat an solchem Whisky, dann scrollt mal ein bisschen zurück in unserem Verlauf, denn auch diese Distillerie haben wir euch schon vorgestellt. Genau. Wen wir euch noch nicht vorgestellt haben, war Nordmalt Blend aus der Dollerupper Destille. 0,5 Liter mit 46 Volumenprozente für 44,10 Euro. Fasstyp bzw. Vorbelegung Apfelsüßwein, Portwein, Sherry, Kirschwein und Bourbon. Flaschenanzahl 518 Stück. Und es gibt auch noch eine Einzelfassabfüllung von der Nord ORD Malt, M-O-L-T, Nummer 127, auch aus der Dollarupper Brennerei, 0,5 Liter, 46%, allerdings hier 53,10 Euro. Die haben momentan eine Rabattaktion. Der Mix von den verschiedenen Gersten sind verschiedene Malzsorten, also typische Weiermann. Mischung dann dort, die haben 2019 wurde es dann hier gebrannt, 2023 wurde es abgefüllt. Wir haben allerdings, der Fassvorbelegung war Apfelbirnenquittenfass. Das klingt echt interessant und das war 128 Liter großes Fass und deshalb gibt es 259 Flaschen. Und ich habe was von einem unserer wunderbaren Unterstützer unseres Podcasts. Ich habe was von Nine Springs, von der Burg Scharfenstein. Ein Single Cask 596 Selection Port Wine Cask Nummer 3, 0,5 Liter, 48 Umdrehungen für 59 Euro. Und der kommt etwas torfiger daher als die Vorgänger. Ich kann aber sagen, das ist völlig erträglich und das ist völlig lecker. Den habe ich nämlich förmlich noch auf der Zunge von vergangenem Wochenende. Heiligenbergfeld hat auch eine neue Abfüllung, Nummer fast Nummer 14 jetzt. Dieses Mal Madeira. Vorher war Port war fast 13, Madeira ist 14, 0,5 Liter, 58,4%, 79 Euro wie immer. Also Mai 2020 gebrannt und jetzt hier im März 2024 abgefüllt. Eiros. Eiros hat den Alligator rausgebracht. Char 4, 0,5 Liter, 57,7 Volumenprozente für 79 Euro. Virgin American Oak Fässer, Alligator Charring, distilled 2018 und dann abgefüllt 2023 und hat beim ISW 2020, die Distillerie hat großes Gold geholt, ja, als bester deutscher Whisky beim ISW 2020, so rum war es. Genau.
Genau, alles gut, alles gut. Eyers hat auch der Tower Number One auch jetzt rausgebracht, allerdings Char 3 statt 4 in 0,5 Liter, 48% dieses Mal, 69 Euro. Auch hier haben wir Virgin American Oak Level 3 Charring. Damals ist, und das ist hier DE Öko 001 Deutsche Landwirtschaft zertifiziert. Und die Brennerei hat hier auch der Distillate Gold 2022 dazu auch mitgewonnen. So. Ich habe was zu Simons. Hm? Genau, ich habe was von Severin, nämlich Simons Whisky is Art aus dieser Serie schon die Nummer 7, 0,5 Liter. Ja, gibt es noch nicht ganz zu kaufen. Kommt nächste Woche übrigens. Also die Woche, wo der Podcast rauskommt. Absolut, 0,5 Liter, 46 Volumenprozente und 78 Euro für das Bundle. Und was in dem Bundle drin ist, erfahrt ihr gleich. Wir haben hier einen Whisky, der ein 2,5 Monate Finish im Zedernholz-Sargefass bekommen hat. Und das hat wohl voll eingeschlagen. Und das Ganze gibt es dann eben in einer Sonderpackung mit einem Fläschchen von diesem Sake mit dabei. Somit könnt ihr das Finish-Produkt und das gefinischte Produkt verkosten. Tolle Idee. Genau. Hört sich gut an. Genau, sehr gut. Auch da war Basil sehr angetan davon. So, South German Malt. Ich habe das Etikett gelesen und dachte, hä? Also David Gran von My Bar hat jetzt hier eigene Abfüllung rausgebracht, auch mit deutschem Whisky. Also 0,5 Liter ist das jetzt hier, 51% Alkohol für 39 Euro. Und was er gemacht hat, ist, er hat einen Blend aus dem Schwarzwald gemacht, also aus den sollte Schwäbischen Alb sein, von dem Bodensee. Und gemeinsam wurde alles, diese beiden Produkte, gefinisht in ein Tawny Portfass. Der älteste Whisky ist sage und schreibe 13 Jahre alt, der jüngste ist 6 Jahre alt. Und das hat David zusammen vermählt und rausgebracht. Also auch da gibt es eine Flasche in meine Charity-Auktion davon zu ersteigern. Schauen wir mal. Was ja, gab es noch? Da der David Langeweile hatte oder ja, im Glück war, eins von beidem, hat er natürlich nochmal was abgefüllt, nämlich einen Single Malt Whisky von der Ox Distillery 2015 gebrannt, 2024 dann abgefüllt, ein Muscatel-Finish und das gibt es in 0,5 Litern mit 51,5 Umdrehungen für 59,90. 7 Jahre Bourbon Cask und 2,5 Jahre im Muscatel-Fass. Wow, also das ist echt schon hier, wir haben jetzt die 9 Jahre überschritten, fast die 10 Jahre. Das ist echt cool, was das ist. Ein toller Preis, also 59 Euro für 0,5. Absolut. Finde ich gut. Wow, und wir haben es geschafft, das war viel. Absolut, wer jetzt noch mit dabei ist, der kann jetzt ganz schnell Pipi machen gehen, drückt aber auf Pause, denn ihr müsst unbedingt hören, was uns Nine Springs zu sagen hat. Und danach starten wir dann mit unserem Hauptthema, mit den Jungs von 16 States. Wir bei Nine Springs machen ein neues Fass auf. Und natürlich auch dieses Mal wieder ein ganz besonderes. Unser erster 10-jähriger Whisky kommt. Vorgereift 7 Jahre in Ex-Bourbon-Fässern und für weitere 3 Jahre kam er in ein wunderbares spanisches Petrux Ximénez Sherry-Fass von Casknolia. Hier schmeckt man nicht nur die Sonne Spaniens, sondern auch die unverwechselbare DNA von Nine Springs aus dem Eichsfeld. Diese neue Abfüllung wird ab Ende April erhältlich sein und es gibt ihn limitiert in Fassstärke mit 57,6% und auf 46% Trinkstärke reduziert. Genießer und Sammler unserer Scharfenstein-Editionen können sich bereits jetzt schon darauf freuen. Ja, nach einer riesigen Menge an Neuheiten und unserem Werbepartner Nine Springs kommen wir von der Burg Scharfenstein aus dem Herzen Deutschlands, ja eigentlich wieder nach Deutschland, durch ganz Deutschland hoffentlich, nämlich mit Tim und Benedikt. Tim, Benedikt, stellt euch doch einfach mal kurz nacheinander vor, denn wir haben heute eigentlich wiederum mal ein Novum bei uns, denn ihr macht zwar Whisky, aber ihr habt ja gar keine eigene Distillerie. Erzählt uns doch mal ganz kurz, wer ihr zwei seid und warum wir euch heute bei uns in unserem Podcast zu Gast haben. Herzlich willkommen euch beiden. Dankeschön, Marc. Vielen Dank.
Tim, vorweg mal, musst du anfangen? Sehr gern, genau. Also wir sind Benedikt und Tim von 16 States. Wir haben uns letztes Jahr im April dazu entschieden, der erste echte unabhängige Abfüller für deutschen Whisky zu werden und sind seit Ende letzten Jahres auch mit unseren ersten 4 Abfüllungen auf dem Markt. Ein paar weitere werden folgen, dazu erzählen wir später ein bisschen was. Ich bin im echten Leben Geschäftsführer von einer Marketingagentur und habe das als ein absolutes Leidenschaftsprojekt mit Benedikt und Claudio gestartet und genau. Wunderbar, vielen Dank. Benedikt, schieß los. Ich bin ja Teilgründer der Spherix Spirits GmbH. Die wird immer mehr ein Umbrella-Company. Claudia und ich haben unser Wissen aus Schottland jetzt in Deutschland mit dem Tim eingebracht, wo wir unabhängig, ohne viel Marketing, trotz Tims Königswissen, einfach nur deutschen Whisky quasi in einer rohen Form darstellen wollen. Nicht nur für den deutschen Markt, sondern hoffentlich auch für den internationalen Markt. Bedeutet Einzelfässer, relativ unverdünnt, in einer klassischen 07 Flasche mit Holz und Echtkork, Zinnverkapselung, so wie man es kennt, mit einem schlichten, nicht zu teuren Etikett, wie gesagt, nochmal ohne viel Marketing, bla bla, einfach nur um die jeweiligen Brennereien Deutschlands darzustellen. Es ist ein Geben und Nehmen. Wir lernen viel von vom eigenen Land, also von unseren deutschen Brennereien. Und gleichzeitig, denke ich, können wir einiges an Wissen einbringen, vor allem wie man miteinander arbeitet, wenn nicht unbedingt Flüssigkeit vor Ort in der Brennerei abgefüllt wird, sondern wie bei uns mit Küppersbusch, zum Beispiel einer der bekannten deutschen Industrieabfüller. Wie wickelt man dann einen Fassverkauf ab? Wie werden Fässer transportiert? Wie werden Fässer geeicht? Wie wird ein Fass bewertet und der Alkohol auch verkauft? Meistens schlägt man dann Preise auf einen Liter puren Alkohol um, weil der Alkoholgehalt ja von Fass zu Fass unterschiedlich ist, etc. Das heißt, das ist ein nettes Geben und Nehmen, würde ich sagen. Eine Frage habe ich schon. Du hast gesagt, eine ziemlich bekannte Abfüllanlage denn da. Also ich habe schon verschiedene Fässer in Deutschland abgefüllt, jeweils immer in der eigenen Brennerei. Also wo seid ihr nochmal? Genau, also das... Ja, also ich bin ja in Remscheid-Lennep, also unterhalb von Köln sitzend, und wir haben uns einen professionellen Apfelbetrieb gesucht und auch gefunden, der nicht weit, eine halbe Stunde von uns entfernt ist und der für uns auch das Ganze löst. Warum erzählen wir das? Weil wir, so wie der Benedikt das schon angedeutet hat, mit einem weltweiten Standard konkurrieren wollen. Also wir wollen nicht einfach... Also mit Bourbon. Wir wollen Fassinhalte nicht einfach kaufen und in der Garage mit einem Trichter irgendwie in Flaschen füllen, sondern unser gesamter Prozess von einem eigenen Steuerlager in Leipzig bis hin zu dem professionellen Abfüllen, bis hin zu den schottischen Flaschen, die wir importieren. Also wir versuchen, einen extrem hohen Standard bei allem einzuhalten und auch eben wirklich dann auch auf Augenhöhe reden zu können. Also das war uns einfach wichtig von Anfang an. Also ich erwähnte ganz bewusst Bourbon, weil halt eben Scotch wird in Schottland abgefüllt. Irish Whiskey wird fast immer in Irland abgefüllt. Amerikanische Whiskey, 90% von allem Bourbon wird in Europa abgefüllt. Kommt in Tankers hier rüber. Und deshalb ist eine Abfüllanlage für Whiskey in Europa hauptsächlich buchstäblich Bourbon. Und deshalb, ich habe wirklich noch nie eine Abfüllanlage hier für Whisky gehabt, der nicht in der eigenen Brennerei war oder im Auftrag in der voneinander Brennerei. Deshalb war ich da ganz hellhörig, also wo ihr da seid. Ja, cool, danke. Ich habe schon wieder was dazugelernt.
Also wir Spherics Birds mit unserer Indie-Brand Spherics Birds, aber auch Hochzeits Indie, arbeiten mit drei Abfülldienstleister in Schottland. Und was die Schotten auszeichnet mit der Riesenindustrie der Indies, ist einfach die Specialization für das Abfüllen einzelner Fässer, ohne viel Schwund oder Verlust beim Abfüllen zu haben. Und Küppersbusch ist einer derjenigen, die wir in Deutschland gefunden haben, die mit dem höchsten Standard abfüllen, ohne, wie gesagt, viel zu verlieren in den Leitungen. Und einfach top Qualität. Super, wir sind sehr nerdy geworden, Sean. Sorry. Lass uns wieder zurückgehen zu Gesamtkonzept, was 16 States überhaupt ist, ja? Genau. Vorsicht, die folgenden Sätze könnten Ironie enthalten. Wie zur Hölle kommt man denn auf so eine hirnverbrannte Idee, deutschen Whisky independent abzufüllen, wo doch kein Mensch deutschen Whisky trinkt, deutscher Whisky per se schlecht ist, nach Obstler schmeckt und eigentlich ja keinen Wert am Markt hat. Ja, dagegen arbeiten Jason und ich schon sehr lange Zeit und jetzt haben wir mit euch in dem Fall klare Wingmans dazu bekommen, die das auch nicht nur mit Worten, sondern auch die Kehle runterrennend mit wirklich guten Tropfen in dem Fall zeigen können. Nee, mal Spaß beiseite. Wie kommt man auf die Idee zu sagen, lass uns doch ein Independent Bottling mit deutschem Whisky machen, wo der deutsche Whisky ja nach wie vor immer noch relativ schwer fällig am Markt unterzubringen ist? Also die Geschichte ist eigentlich wie folgt. Ich habe irgendwann mir im letzten Jahr die Gedanken gemacht darüber, ob ich nicht irgendwie auch total Lust hätte, mal was mit einem physischen Produkt zu machen und was eher, also einfach, was einfach ist sozusagen, was man probiert, was einem schmeckt oder nicht schmeckt und wo es aber keine großen Diskussionen gibt. Und hab natürlich dann auch viel mit dem Kai von Zweistein Whisky gesprochen und den Benedikt habe ich über eine Mitarbeiterin von uns kennengelernt, dass die Schwester von Benedikt ist und sie hatte mir irgendwann mal erzählt, ich habe meinen Bruder als Destillateurmeister und ich dachte, ah, das ist irgendwie ein Typ, den muss ich mal kennenlernen und dann hat sie den Kontakt hergestellt. Und ich glaube, es war der 19. April letzten Jahres, haben wir eins unserer ersten Kennenlerngespräche geführt und der Benedikt hat dann so einen magischen Satz gesagt, die Zeit ist reif für den deutschen unabhängigen Abfüller. Und das war so ein Gründungsmoment, wo ich gesagt habe, okay, lass einfach nicht weiterreden über irgendwas anderes, wir machen genau das. So, das war eigentlich eine totale Intuition, in dem Moment darauf auch so anzuspringen. Ich bin aber auch, also was meine Person angeht, schon vom Saulus zum Paulus. Also ich habe mich schon auch vor, naja, vielleicht 10 Jahren oder so das erste Mal mit deutschem Whisky beschäftigt, fand vieles auch wirklich vor allen Dingen teuer im Verhältnis zur Qualität und muss einfach sagen, dass sich das in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten Jahren, einfach so brutal geändert hat und ich heute wie ein Evangelist durch die Lande renne und allen davon erzähle, was es für wunderschöne Distillen gibt und wo die Eigenarten sind und die Verfahren, die eingesetzt werden und die Freiheiten, die man hier hat, die man eben oft im Scotch nicht hat und im Irish Whisky auch nicht so. Das ist, also es gibt eine großartige Tradition an Brennern, die aus unterschiedlichsten Historien herauskommen und all das sieht und schmeckt man und all das wollen wir auch repräsentieren und dem eine Bühne geben. Also wir wollen sind nicht auf der Suche nach dem deutschen Whisky, der endlich wie ein Scotch schmeckt oder so, sondern wir wollen eben auch vor allen Dingen erklären und zeigen, wie viel eigentlich an einem Whisky nicht einfach das Narrativ ist, der muss bloß richtig alt sein und vielleicht noch ein gutes Fass, dann ist es das, sondern da gibt es eben eine Menge, die vorm Fass stattfindet. Und da hat, glaube ich, die deutsche Whisky-Kultur wahrscheinlich weltweit mit am meisten zu bieten. Und das ist aber eben was sicherlich noch ein bisschen Aufklärungsarbeit mit sich bringt. Super. Genau. Vielen Dank. Und bei uns ist es so, dass wir
heute unsere fünfjährigen Feiern, also Spheric Spirits Gründung. Bedeutet, wir haben ja schon einiges an Erfahrung aus Schottland als unabhängiger Abfüller angesammelt und exportieren mittlerweile in 19 Länder weltweit, wo wir strategische kleine Partner haben, die uns mit Leidenschaft importieren und auch repräsentieren. Das heißt, die gehen aktiv auf Messen und vertreten uns mit Leidenschaft. Und wir sehen in Deutschland, dass es immer besser wird. Das, was du vorhin meintest, Marc, mit schlechter Ruf deutscher Whisky, das war vielleicht vor 15 bis 20 Jahren so. Aber in den letzten 10 Jahren hat sich so viel gemacht. Und deutscher Whisky hat eine Qualität angenommen, über die ganze Bandbreite hinweg, dass es an einem Punkt angekommen ist, wo man auch was zu bieten hat. Bedeutet, wir können auf die einzelnen deutschen Brennereien zugehen und sagen, hey, wenn ihr uns eure Rosinen raussuchen lässt aus euren Warehäusern, dann können wir euch eventuell auf internationalen Standard international vertreten. Und so können wir, also die Brennereien selber, aber auch wir, eventuell der Welt zeigen, was Deutschland eigentlich auf dem Kasten hat. Und Deutschland ist ähnlich wie in Schottland mit Harry Watt University in Edinburgh, einfach was Brau- und Destillateurskunst angeht, spitzenweit. Also Harry Watt University, Weinstephan, Technische Universität Berlin. Wir haben mit das Brauwissen schlechthin. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Tausenden von Destillateure, die wir in Deutschland haben, auch wenn es Obst ist. Man muss das sich umstellen, aber es gibt auch die alten Kornbrenner. Und auch die Kornbrenner haben gelernt, dass man mit Single Malt und mit Läutern und teilweise auch ohne Läutern tolles Zeug machen kann. Ja, und mittlerweile sind wir halt meiner Meinung nach ein Land, ähnlich wie Japan, wo man sich international hinstellen kann und sagen, wir haben wirklich tollen Whisky. Wir sind absolut deiner Meinung und wahrscheinlich die meisten unserer Hörer, inklusive uns, braucht man ja von der Qualität nicht mehr wirklich zu überzeugen. Aber ich freue mich eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, da in dem Fall professionelle und fähige Wingmans dazu bekommen zu haben, die uns da kräftig unterstützen, wir da gemeinsam einfach die deutsche Whisky-Fahne kräftig und hoch halten können. Trotzdem würde mich interessieren, ich finde ja, das Independent Bottling in Schottland war ja schon immer so ein Thema, was von den Standards der Brennerei irgendwo vielleicht ein bisschen abweicht, was so ein Unique-Charakter hat, was einfach nicht in die Range oder oft nicht in die Range gepasst hat oder ein besonderes Fass von der Reifung her. Jetzt haben wir in Deutschland ja schon extrem experimentierfreudige Distillerien und haben viele Distillerien, die ja nach wie vor noch keinen klassischen Standard oder eine Standard-Range zumindest irgendwie bedienen. Somit machen die euch ja eigentlich hausgemachte Konkurrenz für diese Einzelfassabfüllung, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wo denkt ihr, wo liegt euer Punkt, warum ist eure Marke oder eure Ware dann auch wirklich so einzigartig, dass ich sage, ich könnte den ja direkt von der Distillerie nehmen. Nee, ich nehme lieber den 16 States. Das hat der Benedikt vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also erstmal ist es nicht so, dass jede Distille Einzelfassabfüllung macht. Teilweise also nur mir sehr fällt begrenzt. Keiner ein, der keine Einzelfüllung abgefüllt hat bisher in Deutschland. Kannst du eine nennen, bitte, Tim? Also zum Beispiel, Hubble hat im Moment eine Einzelfassabfüllung im Programm. Ja, aber seitdem ich dort arbeite mit dem, haben sie schon 6 Einzelfassabfüllungen gehabt. Jedes Jahr kommt eine praktisch raus. So, wir haben, genau, also es geht Sorry. Und nein, das ist ja berechtigt, die Rückfrage ist ja berechtigt. Also es gibt natürlich eben Destillen, die nicht regelmäßig oder nicht zum Standardrepertoire gehörend Einzelfassabfüllung machen. Wir haben
Wir gehen mit einer relativ hohen Trinkstärke raus. Also das ist ja nicht immer Fassstärke, aber immer eine gehobene Trinkstärke. Auch da sind viele Destillen ein bisschen zurückhaltender, was mit den Hauptprodukten, die sie am Markt haben. Ich meine jetzt keine Distillery-Only-Abfüllung oder keine Jubiläumsabfüllung oder so, sondern wenn wir aufs Standardrepertoire gucken. Und dann ist es halt so, wir sind natürlich auch im direkten Gespräch mit den Destillen und so wie Benedikt das vorhin sagte, die Rosinen so ein Stück weit rauszupicken. Wir versuchen natürlich schon auch ein besonderes Fass zu finden und eben aber auch Einzelfassabfüllungen zu haben, die es vielleicht so vorher noch nicht gegeben hat. Da können wir auch später nochmal bei den zwei neuen Abfüllungen drauf gucken. Da haben wir nämlich zwei Weltpremieren in petto, würde ich sozusagen sagen. Aber das ist tatsächlich, wenn wir uns die Range gleich mal durchsprechen, dann sieht man vielleicht ein Stück weit, wo ist was Besonderes dabei und was ist sozusagen unique an unserer Stelle. Also der klassische unabhängige Abfüller, wie ich uns sehe, Spheric Spirit, ist nicht jemand, der einzelne Fässer unbedingt aus den Lagern zieht und diese abfüllt, sondern es ist jemand, der Produktionskapazitäten jeweiliger Brennereien aufkauft und eventuell seine eigenen Lager hat und separat zu den Brennereien Fässer einlagert. Aber dieses Das ist das Modell ist große gerade Ziel. eben absolut nicht mehr vorhanden. Gordon MacPhail macht das nicht mehr, Signature Vintage macht das nicht mehr. Also gerade aktuell kauft keiner und füllt das in der eigenen Fassung ab und lagert das. Oder Benedikt Ja, in Schaumann, das ist gerade das eben lag das im aber, Umbruch. genau, das lag daran, dass über die letzten 15 Jahre durch den Niedrigzins einzelne Brennereien sich halt es leisten konnten, ihre sämtliche 100%ige Produktionskapazität selber einzulagern. In den letzten, vor allem in den letzten 12 Monaten, hat sich das Blatt wieder ein bisschen gewandelt. Wir kaufen New Make ein. Wir kaufen ganze Bündel ein von 10, 20 Fässern von einer Brennerei in einem mittleren Alter und lagern die ein. Wir lagern weitaus mehr Fässer ein, als dass wir abfüllen können, und wir sind auch mittlerweile wieder im Austausch mit anderen. Ja? Also das ist der wahre alte Indie. Deswegen hat es mich so gewundert, dass große schottische Indies mittlerweile die Glocke läuten und sagen, unsere Verträge laufen aus. Wir werden nicht mehr unabhängig abfüllen können, Deshalb haben wenn die fast alle vor Grundsätze. 15 Jahren eine Brennerei gebaut oder gekauft, damit sie Genau. tauschen können und nicht mehr der New Make kaufen werden. Also, Ja, aber aber die durch hatten die nicht hohen vor, eine Zinsen Brennerei momentan in und auch Deutschland zu die. bauen, oder? Aber auch durch die höheren ansteigenden Zinsen wird es immer mehr wieder der Fall werden, dass es dazu kommen wird. Und in Deutschland sieht man es jetzt auch. Es gibt Brennereien, die werden immer größer. Produktionskapazitäten werden immer mehr ausgebaut. Wir sind momentan nicht darauf aus, eine eigene Brennerei zu bauen oder zu gründen, auch wenn wir wahrscheinlich die Kompetenz hätten, es zu machen. Aber wir sind dabei zu schauen, ein eigenes Lager zu kaufen oder zu pachten für mehrere Tausende von Fässer, um halt nachhaltig langsam das aufzubauen. Und wir fangen halt damit an, dass wir auf die einzelnen Brennereien zugehen, Freundschaften aufbauen, sagen, wer wir sind, was wir vorhaben, und wie gesagt, um sich gegenseitig anfangs sich zu schmeicheln, gibt es dann halt einen freundschaftlichen Austausch. Und dadurch, dass wir halt auch nicht sehr viele Meisterdestillateure in Deutschland sind und jährlich einmal am Tisch der Symposien sitzen und jetzt auch als Fördermitglied des VDW sind, es ist halt viel mehr Freundschaft als Konkurrenz. Und wir sind auch, glaube ich, einer der einzigen, die ein Etikett haben, ein deutsches Etikett, was aber halt auch englischsprachig primär ist oder auch zu verstehen ist, damit der japanische Markt, der asiatische Markt und der internationale Markt generell einfach einkaufen kann. Und was halt auch meiner Meinung nach die Indies ausdrückt, ist, in der Regel hat man geringere Produktionskosten, heißt, man hat nicht das
schwerste vermarktete Glas, sondern man hat einfach nur relativ simple Etiketten. Und wir machen den Brennereien selber irgendwann mal natürlich auch Konkurrenz. Deutsche Brennereien sind meiner Meinung nach momentan sehr teuer. Je mehr deutscher Whisky es gibt, je mehr die Brennereien selber miteinander konkurrieren und je mehr wir deutsche Brennereien international vertreten, desto kompetitiver muss es werden. Und generell wird das alles den deutschen Whisky-Preis drücken. Was für alle Seiten gut ist. Ja? Ja. Natürlich nicht für die, die nur 150 Liter Brennblasen haben, aber die sind das sowieso raus. Absolut. Wir arbeiten generell mit den 10, 20 Größten. Haben wir vor. Wir sind mittlerweile mit den 10 Größten so im Gespräch. Vielleicht noch ganz kurz, was ich eigentlich immer zu Beginn mache, aber wir sind gleich so nerdy eingestiegen. Für die, die sich der Name noch nicht hundertprozentig erschließt. 16 States, was hat das damit auf sich und was ist die Idee dann dahinter? Warum 16 States? Ja, wir haben eine Metapher gesucht, die irgendwie relativ kompakt von der Wortlänge ist, die funktioniert international, die aber auch denglisch genug ist, um sie wirklich einfach aussprechen zu können. Und 16 States sind die 16 Bundesländer, was für uns aber, die Frage kommt dann meistens, das heißt, ihr seid fertig, wenn ihr aus jedem Bundesland einen Whisky habt. Also die Idee ist das natürlich nicht. Das ist für uns eine Metapher. Wir sind ein föderaler Staat. Die Vielfalt der Bundesländer mit ihren eigenen Charakteristika und Kulturen macht es aus, in Deutschland zu leben. Und das repräsentiert der Name 16 States. Also wir haben lange auch darüber nachgedacht, was macht sozusagen geografisch oder was gibt es für andere Ankerpunkte, die man mit Deutschland identifiziert. Und man kommt dann oft ans Meer und in die Berge und verpasst aber wahrscheinlich 95% der Distillen, die dazwischen liegen, nämlich im Mittelgebirge und wo auch immer. Und so sind wir am Ende bei 16 States gelandet. Es ist vielleicht auch von Vorteil, einen Namen zu haben, der mit einer 1 startet, weil man in den Listen meistens ziemlich weit oben steht. Also es hat viele Facetten, die bei der Namensfindung eine Rolle gespielt haben, aber das ist die Idee. Also wir wollten einfach einen Namen, der für eine Metapher für Deutschland und für seine Vielfältigkeit ist und damit auch für den Whisky, der hierher kommt. Das heißt in dem Fall ja auch im Umkehrschluss, wir können von euch in euren vielen Abfüllungen, die vermutlich schon irgendwo geplant sind oder auch vielleicht nur geistig geplant sind, ein allumfassendes Bild von ganz Deutschland zu bekommen, von der Whisky-Landschaft Deutschland. Genau, das ist also absolut unser Ziel. Wir sind ja schon ein bisschen weiter vertreten mittlerweile. Also wir haben ja mit dem Birkenhof den Westerwald. Wir haben Thüringen mit Nine Springs, wir haben Bayern mit Penninger und wir haben das Ruhrgebiet als wahrscheinlich das größte Ballungszentrum in Deutschland mit der Heinrich Hubble, mit dem Hillock. Das heißt, es entwickelt sich ja schon so, dass wir schon ein paar Facetten zeigen können. Und wenn man dann die Whiskys, die wir jetzt gerade haben und auch die dann kommen, miteinander mal in Vergleich setzt, dann sieht man eben auch schon, wie viel Lokalität eigentlich in den Produkten steckt. Bevor wir jetzt noch ein Ticken intensiver vielleicht auf eure ersten Abfüllungen und auf die folgenden eingehen, Benedikt, eine Frage an dich. Jetzt hast du ja einmal die Connection mit dem schottischen Whisky und hast jetzt dein Baby mit dem deutschen Whisky. Was würdest du denn sagen, woran erkennt man den typischen deutschen Whisky oder was macht es aus, den deutschen Whisky einfach mal in Vergleich zu setzen auch oder zu sagen, das macht es aus, dass ich vom Schotten mal weggehe, althergebracht, seit 20, 30 Jahren kaufe ich schon immer meinen XY aus Schottland. Warum sollte ich denn den deutschen Whisky probieren und was macht ihn so besonders? Das ist eine gute Frage. Was mir an deutschen Brennereien gefällt, ist, dass man sehr viel Wissen aus allen Seiten hat. Man hat die Meisterbrauer, die wirklich einen Fokus auf Getreide, Gärung,
Hefen haben. Da hat man alte Kornbrenner, die wirklich altes Generationswissen haben, wie man Getreide maischt. Dann hat man ein paar Obstbrenner, die sich angeeignet haben, Gerste oder Getreide zu verarbeiten. Und dann hat man die jeweiligen, die sich evolutioniert haben über die letzten 10 Jahre. Das heißt, die Kornbrenner haben gelernt, dass man durchs Lautern feinere Nuancen erlangen kann. Die Brauer haben gelernt, dass es Wege gibt, anders oder effizienter zu gären, besser für die Destillation, weil viele Brauer mit ihren Bierhefen wirklich tolle Würze oder tolle Washers hergezaubert haben, aber halt nie trocken gären konnten. Das heißt, es wurde einiges verloren. Und das nennen Tim und ich Old Style German Whisky, also Whisky vor 20 Jahren, wo man noch richtig alte Ursprungscharakteristiken schmecken kann und sehen kann, wie sie sich evolutionär entwickelt haben. Das heißt jetzt unterm Schnitt, was man oft bei vielen deutschen Brennereien sieht, ist, man hat im Vergleich zu den Schotten, die einfach nur zu Standardhefen und Standardgetreide oder Malz greifen, hat man in Deutschland einmal eine etwas größere Experimentationsfreudigkeit. Man hat aber auch mehr Neigung zum Regionalen. Das heißt, man nimmt halt bayerisches Getreide, man verwendet mal bayerische Altbierhefen. Dann hat man gelernt, dass man bayerische Altbierhefen vielleicht in Kofermentation mit deutschen Destillateurshefen von Schliessmann zum Beispiel verwendet. Dass eine klassische doppelte Pot-Still-Destillation nicht unbedingt immer nur das Beste ist. Man kann auch in einem Verfahren, wie es viele Deutsche machen, unsauber brennen, dass man wirklich kräftige, tolle Charakteristiken hat. Und was die Deutschen wahrscheinlich vorweg auch am meisten auszeichnet, ist die Bandbreite an verschiedenen Fässern. Wir haben jetzt vielleicht in unseren ersten 4 Abfüllungen, die momentan auf dem Markt sind, ein Port und ein Sherry-Fass, aber generell tendieren wir dazu, eher First for Fresh Bourbon Barrels zu kaufen, um die eigentlichen Brennereicharakter besser darzustellen. Außer es ist mal ein wirklich Bombenfass, was auch nicht zu verrückt ist. Also, wir mögen bei Sixteen States auch nicht Whiskys, die komplett in Wein getränkt sind und nur nach Wein stinken. Also, das Portweinfass ist nach so vielen Jahren schon so perfekt eingebunden und der Birkenhof-Brennereicharakter ist auch stark genug, um den mitzuhalten. Und dann das Sherry Butt von Hubble, also Hubble als Kornbrenner, die haben einen unglaublich starken Brennereicharakter. Hubble ist zum Beispiel einer dieser Old-Style German Whiskys, die nicht lautern und die stolz auf ihren Kornbrenner-Hintergrund haben und auch weiterhin so einmeischen. Das heißt, du hast einfach deinen Nährgeschmack des Getreides, was ähnlich in die Richtung des Rye Whiskys geht. Und wenn du so eine starke, würzige New Make Note hast, dann kann die auch in einem, kann das auch in einem First Fill Sherry Fass, in einem Butt, das ist sowieso groß, also richtig gut durchreifen. Ja, auf jeden Fall, unser Fokus ist, wie gesagt, die Brennereien darzustellen und nicht nur die Wine Finishes. Und jetzt haben wir, ja, sage ich mal, die Vorteile etwas hervorgehoben. Ich würde das Wort einfach nochmal direkt an Benedikt weiterleiten. Wenn du jetzt so ein
ganz kleines bisschen zurückdenkst. Wir nehmen jetzt trotz der alten Braukultur, trotz der alten Brennkultur und des wirklich immens alten Wissens, was wir in Deutschland haben, nehmen wir uns jetzt einfach mal als New World Whisky. Jetzt gibt es ja viele Länder auf der Welt, die innerhalb kürzester Zeit durch die Decke gehen, ob das jetzt Israel ist, ob das vielleicht Kavalan ist, Südafrika. Wir haben so viele Länder, die noch nie auf dem Bildschirm des Brennens oder des Whiskys so tatsächlich aufgepoppt sind. Und die haben es geschafft, innerhalb von, ich sag mal, knapp 10 Jahren durch die Decke zu gehen, gewinnen weltweit ihre Preise und so weiter. Wo denkst du, liegt vielleicht ein Kardinalfehler oder ein kleiner Denkfehler, dass wir den deutschen Whisky nach wie vor noch als Nischenprodukt haben und andere Nationen irgendwie schon mehr im Fokus stehen? Alle Brennereien, die du eingekauft hast, sind einfach nur eingekauftes schottisches Wissen, wo ich teilweise sogar die Personen selber kenne, die das Wissen verkauft haben. Mein Professor Jim Swan an der Harry Watt University, also nicht mein Professor, war der damalige Professor meiner Universität, hat zum Beispiel Kavalan aufgebaut. Deutschland ist in der Hinsicht ganz anders. Deutschland kopiert nicht Schottland. Deutschland hat sein eigenes Wissen und kauft sich nicht sein Wissen ein. Wenn du die ganze Welt betrachtest, was Brauwissen angeht, dann geht man entweder, wie gesagt, nach Weinstephan, da muss man aber Deutsch können, oder man geht zur Harry Watt University, um das Brauen und das Destillieren zu lernen. Oder man geht halt an seine jeweiligen Universitäten wie Oregon in den States, in den USA. Wo man dann einen anderen Fokus hat, einen sehr Nischenfokus auf Bourbon. In Deutschland gibt es die meisten Brennereien, die sich ihr Wissen, wenn sie es sich einkaufen, von deutschen Meisterbrauer oder Meisterdestillateuren einkaufen oder durch Uni Hohenheim, durch Weinstephan sich beraten lassen. Das heißt, es gibt wirklich einen wirklich einzigartigen Charakter in Deutschland, weil man irgendwo sich zu stolz ist zu sagen, wir müssen uns das Wissen aus Schottland teuer einkaufen. Und selbst Brennereien wie St. Kilian, die sehr schottisch wirken, wenn es dann um den Prozess geht, sind sie dann wiederum ziemlich deutsch. Also das gefällt mir generell an Deutschland. Machst du ein Beispiel dafür geben? Wie bitte? Machst du ein Beispiel dafür geben? Mario wurde ausgebildet bei Glendronach in Schottland. Also der alles entworfen hat, war ihre Schotte. Also wo ist Deutschland denn dort in der Prozesse bei St. Kilian gut zu finden? Gute Frage. Ich musste dann nochmal meinen Kumpel Kevin fragen, der dort arbeitet, aber bei unserem letzten Gespräch kam es bei mir so rüber, als würden sie auch experimentieren und sind auf ihren Prozess gekommen. Das heißt, man es ist ja kein Problem, sich inspirieren zu lassen von 400 Jahren empirischen schottischen Whisky. Dem aber blind zu folgen, wäre langweilig. Schau dir Japan an. Japan hat auch 100% schottisches Fundament. Ja, also das sämtliche Wissen, was 1915 nach Japan gebracht wurde, ist 100% schottisch. Die verwenden aber heutzutage nicht 100% das Wissen von 1915, sondern haben sich evolutionär weiterentwickelt. Der Punkt ist, es ist nicht, dass man einfach nur Wissen kopiert und einbringt, sondern man nimmt sich Wissen ein, bringt es ein, aber bindet es einen mit seiner eigenen Kreativität oder seinem eigenen Wissen. Und eins, was ich oft sehe, sind alte deutsche Altbierhäfen. Deutsche Altbierhäfen, die eingebracht werden. Und wenn wir, Tim und ich und Claudia, uns rumschmecken, dann hast du oft sehr schweren, sehr öligen, sehr getreidigen, jedoch trotzdem fruchtigen New Make. Und Petermanns zum Beispiel, Meisterdestillateur, Peter heißt er, das ist unglaublich, was die für tollen Whisky machen. Also unglaubliche Leidenschaft
im Braun, was umgesetzt wird, in wirklich tollen Whisky. Es sind nur leider so kleine Mengen, dass man da nicht wirklich groß einkaufen kann oder groß repräsentieren kann. Die haben selber so große Nachfrage regional, dass sie es gar nicht nötig haben, auf die große Weltbühne zu gehen. Benedikt, ich bin 100% bei dir. Ich vergleiche es immer mit meinem Steckenpferd. Ich habe ja einen Kfz-technischen Hintergrund und auch dort gibt es einen Erfinder des Automobils und alle anderen haben sich im Prinzip auf dieser Grundlage weiterentwickelt und jeder in seine Nische entwickelt. Und auch beim Whisky muss man das Rad nicht neu erfinden. Ich sag einfach mal ganz salopp, da könnte man auch ordentlich auf die Fresse fallen damit. Warum nicht ein bestehendes, gutes System, ein Wissen dementsprechend regional anzupassen und dann einfach dort mit diesem Wissen weiterzuarbeiten, das weiterzuentwickeln und natürlich ganz wichtig zu individualisieren. Und da sehe ich den deutschen Markt auf einem sehr, sehr guten Weg. Benedikt, vielen Dank für diesen fachlichen Vortrag oder die fachlichen Ausführungen. Dass der Tim nicht zu kurz kommt. Jetzt haben wir vom Brenner im Prinzip so die Nerd-Style-Show gehabt. Tim, it's your turn. Jetzt bist du dran. Stell uns doch mal bitte rein marketingtechnisch vor. Was habt ihr denn Geiles abgefüllt bisher und was erwartet uns vielleicht auch noch so in Zukunft? Ja, also das, was interessant ist, vielleicht ist, dass wir wirklich versucht haben, so wenig wie möglich Marketing in das Ganze einzubringen. Das fällt mir auch manchmal schwer, uns ging es im Wesentlichen darum, wirklich ein gutes Produkt zu haben, was für sich steht. Das klingt fast wie Klischee, ist aber tatsächlich so. Also wenn ich könnte stundenlang darüber erzählen, wie viel verschiedene Papiere wir uns angeguckt haben für die Labels, wie viele Flaschen wir ausgesucht haben und getestet haben, die Stopper und die Korken. Also wir haben tatsächlich fast gar keinen, also es steckt wahrscheinlich subtiles Marketing-Know-how in vielen Dingen drin, aber uns ging es nicht darum, etwas zu vermarkten per se, sondern vor allen Dingen mit einem guten Produkt dazustehen und die Leute selber entscheiden zu lassen, was für mich vom Herangehen sehr ungewöhnlich ist, aber mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Dennoch, vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen durch die Range der Whiskys uns durcharbeiten. Fangen wir mit dem Jüngsten vielleicht einfach mal an und sortieren uns dann nach Jahren nach oben. Wir haben mit dem Penninger einen fantastischen Whisky, zu dem der Benedikt gleich vielleicht noch ein paar Sätze sagt aus fachlicher Sicht. Was macht den besonders? Der Penninger hat im letzten Jahr das erste Mal seinen eigenen Whisky rausgebracht, Anfang des Jahres. Damit sind wir die erste Einzelfassabfüllung, die es überhaupt von ihm gibt und überhaupt von seinem eigenen Whisky, was ich irgendwie schon, also was mir bis heute, glaube ich, noch nicht klar genug ist, weil im Moment ist es einfach nur toll, dass er das mit uns gemacht hat und uns die Möglichkeit gegeben hat. Aber wenn ich mal so 10, 20 Jahre vorausdenke und wenn man sich die Destille anguckt und den Background von Penninger kennt, dann weiß man, dass der das, was er da tut, ernst meint und auch nach vorne treiben wird. Dann hat das schon was, wo ich weiß, dass ich irgendwann mal sehr stolz auf diese Zeit zurückgucken werde, dass wir die erste Einzelfassabfüllung waren, der erste Indie überhaupt, der mit ihm gearbeitet hat. Und wir sind mit über 50, mit genau 53%, also 10% mehr, als mit denen er rausgeht, eben auch in einem gehobenen Prozentbereich, den es so auch gar nicht zu kaufen gibt, außer bei uns, so für den Moment. Benedikt, vielleicht willst du noch ein bisschen was zum Destillat erklären? Das Tolle am Penninger ist, dass es ein sehr sauberer Prozess ist. Ja? Also eine der schönen Sachen bei der Single Malt Kategorie ist, dass man ein relativ weißes Canvas hat. Ja? Man hat ein geschmeidiges, nicht zu dominantes Getreide im Vergleich zu Rye zum Beispiel. Und wenn man dann perfektioniert einmeischt,
ohne zu viel Geschmack zum Beispiel aus der Hülse zu ziehen, dann hat man einfach meiner Meinung nach ein perfektes Canvas. Dann haben sie eine ziemlich tolle Gärung, etwas länger, wo Fruchtigkeit, Beerigkeit und eine Art Wachsigkeit durchkommt. Wenn es irgendeinen Whisky gibt, den ich vergleichen könnte, dann ist es Blair Arthur aus Schottland. Also die machen wirklich tolles Zeug und das ist trotz der Jugend einfach ein wirklich besonderer Whisky. Also ich die nächsten 12 Jahre freue ich mich, Penninger verkosten zu können. Und ich sage jedes Mal, Penninger ist so ein bisschen der Macallan Deutschlands, wenn man sich die Brennerei anschaut, die Regionalität und auch das Kapital dahinter. Und also ja, klasse Brennerei, Brennerei. Wir sind auf jeden Fall stolz darauf, die Freundschaft aufgebaut zu haben von Anfang an. Vielen herzlichen Dank. Ich bin ja genau immer Freund dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Underdogs, die vielleicht noch nicht auf der großen deutschen und natürlich auf der internationalen Bühne unterwegs sind. Und genau dafür finde ich solche Projekte ja absolut liebenswert, dass das einfach noch einer breiteren Masse, ja, untergebracht wird und dass das auch ja, abseits des Marketings, des oft leider eingefahrenen Marketings der Brennereien, einfach vielleicht auch eine neue Kundenschicht, eine neue Käuferschicht erreicht und dass man da dann ja so richtig nochmal durchstarten kann. Und den Sinn und den Zweck dahinter, den habe ich jetzt schon gut verstanden. Also wenn ich im Regal stehe, wenn ich im Regal stehe, dann fällt es mir manchmal in Deutschland schwer, sich durch das ganze Marketing-Blabla durchzukämpfen. Weil das Erste, was du liest, ist irgendwas über die Kirche im Dorf. Aber eigentliche Informationen über den Whisky findet man dann sekundär. Und was ich bei unserer Kollektion toll finde, ist, dass es dieses halt nicht gibt. Das heißt, das, was du auf dem Etikett hast, ist leicht zu erkennen und leicht auch zu vergleichen. Das heißt, hier hat man die Brennerei, das Fass. Und es ist einfach nur leicht, die Bandbreite deutscher Whiskys auf einen Blick zu kategorisieren und dann sich eine rauszuholen, die einem gefällt. Könnt ihr noch einen Satz sagen, warum 3 Jahre nicht auf der Penninger Flasche stehen darf? Die war so dämlich, die Erklärung, aber so kurios auch zugleich. Ja, das ist tatsächlich was, was man wirklich, da muss man ins Detail gehen und da sind wir auch Penninger sehr dankbar für, dass wir da so intensiv und konstruktiv uns mit ihm auch austauschen konnten zu. Also es ist so, man darf in Deutschland nicht mit Offenkundigkeiten werben. Also man darf nicht hervorheben, dass blaue Tinte deswegen so wichtig zu kaufen ist, weil sie blau ist. Und so ist es eben bei dem Whisky auch. Also wenn da drauf steht Age 3 Years, dann sagt im Grunde das deutsche Recht, das ist eine Offenkundigkeit, weil ein Whisky mindestens 3 Jahre reifen muss. Und damit ist es eben abmahnfähig. Das heißt, da könnte jetzt direkt ein Wettbewerber kommen und sagen, die werben da mit Dingen, die so offenkundig sind, dass man damit eigentlich nicht werben darf. Und deswegen ist der auch der einzige unserer Whiskys im Moment, wo eben keine, also wo das Vintage draufsteht, aber die Altersangabe nicht in Jahren. Ich muss aber auch vielleicht noch einen Satz dazu sagen, weil da muss ich wirklich, also ich maß mir nicht im Ansatz an, für Penninger zu sprechen, aber ich finde, jeder, der diese Einzelfassabfüllung probiert, kriegt ein Gefühl dafür, wo sich diese Distille noch hin entwickeln wird. Und dass in Deutschland in so einem Stil Distillen gebaut werden, wird vielleicht noch mehr kommen, ist aber in sich schon selten. Und der Moment, wo man von so einer Distille in so einer Größenordnung, in so einer Professionalität mal eine erste Abfüllung überhaupt probieren kann als Einzelfassabfüllung, das wird nicht so oft im Leben passieren. Ne? Und deswegen bereitet uns der besonders Freude. Das ist aber eben ist ein ganz anderes Setup als
nur mir die Frage zu stellen, ein Whisky unter 16 Jahren kann ich eh nicht trinken, ne? Oder irgendwelche in den Plattitüden zu denken, dann brauche ich den nicht kaufen. Aber in dem Gesamtkonstrukt ergibt er einfach, ist es einfach in sich was Besonderes. Toll gesagt. Jetzt hast du gerade eben gesagt, wenn man den dann mal probiert, ja? Also jetzt haben wir diese Hätte-wäre-wenn-Situation. Wann, wo, wie komme ich denn überhaupt an die 16 States Abfüllung? Wo finde ich die? Werden die nur direkt vertrieben? Bekomme ich die vielleicht nur vor Ort in Remscheid beim Tim und muss da an der Haustür klingeln? Wie läuft das? Wo bekomme ich euch? Wo sehe ich euch? Messen, Shops, online, whatever. Am besten also, einfach mal auf whiskybase.com und schauen, wer unsere Partner noch Stock hat. Wir haben uns mit Sebastian und Martin zusammengetan, also deinwhisky.de und Whisky Maniac und noch viele andere. Also online sind wir weiterhin gut vertreten, so ähnlich wie mit Spherix auch. Und Tim mehr zum Brick and Mortar, zum Fachhandel. Genau, also wir haben, also die einfache Antwort darauf ist, tatsächlich wirklich bei Google 16 States und Whisky einzugeben. Dann findet man schon einen ganzen Haufen Online-Shops, die auch teilweise schöne Pakete, Bundles haben. Whisky Günther zum Beispiel macht immer mal wieder ein ganz schönes Bundle mit unseren Sachen. Und eben alle die der Benedikt auch genannt hat. Was den Brick and Mortar, also den Fachhandel angeht, ist es so, dass wir tatsächlich ja bei null gestartet haben Ende letzten Jahres. Also wir hatten ja keine Vertriebsstruktur, kein gar nichts. Da ist dann vielleicht nochmal zugute gekommen, dass wir eben aus dem Marketing kommen und ein gewisses Verständnis davon haben, wie man Kundendatenbanken aufbaut, Vertriebsinfrastrukturen baut. Und da ist aber so, wir haben wirklich auf einem weißen Blatt Papier oder anders ausgedrückt mit einer leeren Datenbank angefangen und fahren rum und führen Gespräche und telefonieren und schicken Samples und sind im Gespräch. Und bei uns gibt es tatsächlich selbst gar keinen Whisky zu kaufen, weil wir uns als reiner B2B-Supplier sehen. Wir möchten auch gar nicht in Konkurrenz mit dem Handel treten, sodass es uns im Fachhandel im Moment noch sehr regional gibt, wobei das auch sich gerade ausweitet, im Online-Handel deutschlandweit. Und auf den Messen sind wir beim Festival des Deutschen Whiskys, beim Schrammel Anfang Mai und auf der Wuppertaler Whisky-Messe auch schon mal vertreten. Und dann gucken wir mal, was sich noch in diesem Jahr vielleicht an Optionen ergibt, wo man uns treffen und kennenlernen kann. Okay, Leute, somit müsst ihr auf die Suche gehen. Ja, aktuell, so exklusiv wie die Abfüllung, ist noch die Erreichbarkeit auf jeden Fall vor Ort. Absolut das Highlight des Jahres für den deutschen Whisky, natürlich die deutsche Messe oder die deutschen Messen, die wir haben. Schaut auch da gerne mal nach, wo stattfindet. Und dann könnt ihr in dem Fall Tim und Benedikt auch mal live erleben, gehe ich davon aus, oder? Absolut, den Claudio auch. Wichtig ist auch, wer auch immer Interesse daran hat und erfahren will, wo er uns kriegt. Wir haben einen Chat auf unserer Webseite, einfach anschreiben, er oder sie landet direkt bei mir und wir helfen immer gerne weiter, zu den Händlern weiterzuleiten, Tipps zu geben, wo vielleicht gerade auch eine Rabattaktion ist. Wir versuchen das immer den schnellstmöglichen Weg zu unseren Abfüllungen auch herzustellen. Also 16states16states.de ist eure Webseite dann da, das ist ganz gut. Nun, bevor Marc ganz jetzt hier zu Ende kommt, ich möchte doch ein kleines bisschen Ausblick haben, also auf das, was kommen wird. Also Nine Springs habe ich probiert, war oberlecker. Der Penninger war jung und echt verheißungsvoll. Hillock war für mich ein kleines bisschen mit der Cream Sherry anders als erwartet, aber auch gut. Und Birkenhof ist sehr typisch momentan mit deren Portfass dann da. Was können wir erwarten jetzt in der nächsten Release-Runde? Könnt ihr was spoilern? Also wir können und wir wollen und wir werden was spoilern. Wir werden an dem Festival des Deutschen Whiskys, das findet ja bei Stonewood, also beim Gregor Schrammel statt, so was liegt näher als auch eine Abfüllung mit Stonewood zusammen zu machen.
Und das ist für uns was tatsächlich sehr, sehr Besonderes, weil wir den Wort, also seinen mit Weizen anteilig gemischten Whisky, als allererstes Mal überhaupt in Fassstärke rausbringen. So, das ist, glaube ich, was, worauf die Leute sich freuen können. Er schmeckt bombastisch. Wir sind total hyped darauf, dass der bald da ist. Ja, also eingemeischter Weizen, vergoren mit Hefeweizen, Altbierhefe, in einem relativ klassischen Fass. Also in Fassstärke, es wird interessant. Vielen Dank. Ich freue mich schon drauf. Tim, Benedikt, wenn wir jetzt langsam Richtung Ende kommen, haben wir denn was vergessen oder möchtet ihr noch unbedingt irgendwas mitteilen, was wir euch nicht gefragt haben? Gute Frage. Tim, hast du das auch auf der Zunge? Also wir könnten vielleicht die Abfüllung danach schon mal ein bisschen ankündigen. Das Gerne. wird von Brigantia sein. Das wird auch etwas sein, was es so in der Form noch nicht gegeben hat. Das wird ein First Fill Bourbon Barrel, der erste 11-jährige überhaupt sein, der rauskommt. In einer sehr, sehr limitierten Auflage natürlich, durch den Angels Share über die 11 Jahre, also mit sehr wenigen Flaschen. Ich bin davon überzeugt, dass man sich bei dem besonders dran halten muss, wenn er auf den Markt kommt. Ja, und Also. meine Mitglieder der Alles rund um Whisky Facebook-Gruppe wissen natürlich ab den Qualitäten von Brigantia. Die letzte Gruppenabfüllung war auch vom Bodensee und die hat auch eingeschlagen. Also Leute, haltet euch daran. Das ist definitiv wieder ein Kracher. Da gehe ich stark davon aus. Jason, ist dein Wissensdurst befriedigt? Der Nein, Whisky-Durst? natürlich nicht, aber die Zeit läuft und von daher, also ich Den muss Tim Whisky. nochmal hier vor der Kamera bei mir auf mein Channel mal einladen oder Benedikt nochmal und wir werden noch intensiver mit diesen Themen uns auseinandersetzen. Das ist schön, aber ich glaube, die Zeit ist schon langsam fortgeschritten und wir können einfach mal sagen, hey, lieber Leute, wenn es möglich ist, 16 States probieren, Ausschau halten nach einem Brigantia, ein Stonewood und dann was auch alles noch kommen wird. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich, dass wir Leute haben in Deutschland, die auch deutsche Whisky in Deutschland, aber auch international vorantreiben wollen. Und das ist wahnsinnig toll. Danke. Absolut, für mir auch meinen absoluten Respekt. Ich habe voll Bock drauf, dass das richtig durch die Decke geht. Auch wenn dann vielleicht die eine oder andere Abfüllung nicht mehr so schnell verfügt oder so lange verfügbar ist, wie es bisher der Fall ist, sodass ich mir die einfach gemütlich nochmal nachkaufen kann. Aber das ist ja unser aller Ziel. Dafür von meiner Seite aus, für mein deutsches Whiskyherz, herzlichen Dank und natürlich noch viel mehr herzlichen Dank für eure Zeit, die ihr heute mit uns hier verbracht habt, um unseren Hörern, unseren Zuschauern ein kleines bisschen näher zu bringen, für was 16 States denn überhaupt steht, wer ihr zwei seid und was wir noch zu erwarten haben. Ich bin riesig gespannt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr unsere Gäste wart und ich gehe davon aus, wir sehen uns irgendwann, hören uns irgendwann hier wieder, weil 16 States haben wir ja noch lange nicht abgefespert. Somit machen wir uns dann auf, wenn wir vielleicht einmal durch Deutschland durch sind und ziehen dann unser Resümee zu unserem heutigen Gespräch. Benedikt, Tim, herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank Wow, euch. danke euch für die Einladung. Das war wirklich toll und auch toll, toll gesagt. Danke euch beiden. Super. Wir werden ein kleines bisschen Werbung hören noch, bevor wir dann das Ganze beenden. Also bleibt noch dran. Hallo liebe Whisky-Freunde, hier ist der Andreas von St. Kilian Distillers. Wir laden euch am 29. Juni zu unserem zweiten St. Kilian Whisky Festival ein. Neben kostenfreien Destillerietouren, Tastings, musikalischer Unterhaltung, Foodtrucks gibt es zudem auch kostenfreie Shuttlebusse zu unserer Bunker City, unseren Lagerhäusern in den NATO-Bunkern. Wir freuen uns auf euer Kommen. Checkt einfach mal www.stkiliandistillers.com und bucht eure Tastings. Bis bald, macht's gut. Ja, liebe Leute, und mit unserem letzten Werbepartner, mit St. Kilian, vielen Dank dafür,
sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich denke, es gibt Gesprächsbedarf, wahrscheinlich nochmal für 3 Folgen. Benedikt mindestens steckt, 3, mindestens. Benedikt steckt voller Wissen an Brennerei und wir können definitiv auch noch was an Marketing lernen. Wir haben so viel gehört, wir müssen unbedingt dann nochmal eine Folge machen. Bis dorthin solltet ihr aber 16 States auch definitiv eine Chance geben und schmeckt da mal rein, genauso wie ihr bei uns immer reinhört, schmeckt bei 16 States mal rein. Das ist definitiv interessant. Ich hatte heute einen richtig geilen Podcast mit Benedikt und mit Tim. Jason, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle, denn ich habe nichts mehr zu sagen. Ich muss erstmal verarbeiten, was wir gerade alles gehört haben. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis zu unserer neuen Folge und macht's gut. Alles Gute euch. Bis dahin. Ciao.